Liebe Freunde, ein Update zum Corona-Virus. In Windeseile bestätigen sich meine Aussagen und Vorhersagen. Ich warte immer noch vergeblich auf den Pulitzerpreis. Oh, da labert jemand Scheiße, aber zum Glück haben wir dafür unsere kurze Werbeunterbrechung zum aktuellen Anlass. Hören Sie jetzt die aktuellen Satire-Hits von Heiko und Olli. Mit Klassikern wie Dangerous. That virus is so dangerous. Take away my money, throw away my time. You can call me honey, but you know darn good for me. Dangerous. Oder auch internationalen Klassikern wie Go, 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 go Corona, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. And we gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. Oh Mann, ein Spaß für die ganze Familie. Aber wer jetzt sagen wird, halt, was ist denn mit unserer Kultur, unserer Sprache? Den haben wir natürlich nicht vergessen. Denn auch deutsche Klassiker finden in unserem Best-of statt. Der Kopf tut weh, die Beine auch. Ich hab heute so ein komisches Grummeln im Bauch. Wen wundert's, dass mir schlecht ist, Europa ist hart. Ich sollte heute vielleicht nicht an den Start. Jeden Tag Desinfektion, Toilettenpapier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Das Krankenhaus wird zur Höllenqual. Aber scheiß drauf, Corona ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Aber scheiß drauf, Corona ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Oder auch etwas nachdenklicheren deutschen Songs wie Komm mal ans Fenster, komm her zu mir. Siehst du da drüben gleich hinterm Wellblechzaun? Da drüben auf dem Platz vor Aldi haben sie einen Chinesen in Stein gehauen. Komm in die Quarantäne, komm her zu mir. Überall Blumen und Atemmasken halb zerknüllt. Sieht so aus, als hätten die den Maya-Kalender. Euch, dass ich gesagt habe, bald werden sie uns wahrscheinlich einen Chip einpflanzen. Wegen der Angst vor Viren. Tja, eine Firma hat schon einen Chip entwickelt, einen sogenannten Biosensor. Schreibt Future Sound Technology News, ein Mainstream-Magazin. Und zwar will diese Biotech-Firma Profusa einen Biosensor unter die Haut injizieren, um eine Corona-Erkrankung schon vorzeitig zu erkennen. Interessant, wie schnell die das gemacht haben mit dem Corona. Ganz neuer Bericht. Die Forscher hoffen damit, Pandemien künftig zu verhindern. Der Sensor soll bis zu 3 Wochen vor den ersten Symptomen eine Infektion erkennen. Das ist natürlich Quatsch, weil der hat eine viel geringere Inkubationszeit. Ja, das ist natürlich nicht Quatsch, weil es ist ja die Rede davon, dass es bis zu 3 Wochen, ja, Pulitzerpreis, ja, vorher eine Infektion erkennen soll, aber eben bis nicht festgelegt, genau 3 Wochen. Außerdem ist bei Corona davon die Rede, dass es zwar eine Inkubationszeit von 2 Wochen gibt, allerdings soll es in seltenen Fällen auch bis zu 24 Tagen betragen, wodurch die 3 Wochen überhaupt nicht mehr so abwegig sind und auch schon gar nicht irgendein Argument für irgendeine Unglaubwürdigkeit darstellen. Laut den öffentlichen Daten, aber das Interessanteste natürlich. Was glaubt ihr, wer das finanziert?
Laut Mashable wird das Einpflanzen des Biosensors vom US-Militär DARPA finanziert, was die gesamte Studie angesichts der aktuellen Überwachungsmethoden weltweit in ein schlechtes Licht rückt. Also DARPA, das ist also der Forschungsarm des Verteidigungsministeriums der USA, des US-Militärs, das wahrscheinlich auch hinter Google und Facebook steckt, ich habe dazu schon Videos gemacht, will uns einen Chip einpflanzen, um Pandemien zu verhindern. Fakt. Von wegen Verschwörungstheorie, alle gut. Okay, ja, perfekt. Case closed, würde ich sagen. Wenn Oliver Janich das sagt, dann muss man jetzt gar keine Überlegungen mehr darüber anstellen und alles ist in Butter. Die Welt ist eindeutig jetzt glasklar beschrieben. Danke, Olli, du hast wirklich alles perfekt aufgedeckt, dank diesem Artikel. Also, wo soll man da jetzt anfangen? Der erste Punkt ist, okay, du hast jetzt einen Artikel gefunden, wo irgendein Unternehmen daran forscht, wie man potenziell schon sehr früh erkennen könnte, wie wenn Krankheiten im Körper vorherrschen. Und das ist die Sache. Er liest so einen Artikel, wo sowas beschrieben wird, und in seinem Kopf leben wir schon in einer Endzeitapokalypse, wo jedem einzelnen Individuum so ein Chip zwanghaft eingepflanzt wird und wahrscheinlich dann noch das Mind-Control-Programm installiert wird und jeder Mensch versklavt wird. Er macht nicht den zweiten vor dem ersten Schritt, er macht den 500. vor dem ersten Schritt. Er bezeichnet andere in bestimmten Dingen, an die er einfach nicht glaubt, die er einfach aus seiner Wahrnehmung rausfiltert, als Alarmisten und Hysteriker. Aber er selber meint es jetzt als ganz normal und durchschnittlich zu definieren, wenn er wegen so einem Artikel von irgendeinem Unternehmen, das auch vom amerikanischen Staat finanziert wird, solche Chips entwickelt, dass wir gleich kurz vor dem Abgrund stehen und wir gleich alle in die Matrix fallen. So faktisch gesehen gibt es nichts, aber das sind jetzt einfach nur die ganz simplen Fakten. Es gibt weltweit nichts von irgendeinem großflächigen Projekt, wo Bürger Chips in die Haut gepflanzt würden. Nichts. Es ist nur ein vollkommen banaler Forschungshinweis. Das, was er sich da rein fantasiert, ist nichts weiteres als ein Fantasiegebilde. Es ist nur ein Ansatz unter Hunderttausenden, der in der Wissenschaft nun mal verfolgt wird. Und der übrigens auch für nichts stehen muss, wie wir uns in der Zukunft entwickeln werden. Mir geht es ja eh immer auf den Sack, dass immer 100.000 Leute immer alles schon hundertprozentig wissen. Ja, in 5 Jahren wird die Welt so aussehen. In 5 Jahren wird alles so und so passieren. Eindeutig, dann werden wir in diesem technischen Punkt sein. Faktisch aber, was hat sich denn in den letzten 10 Jahren von 2010 bis heute großartig entwickelt? Wenn ich jetzt von 2010 direkt in 2020 gebeamt worden wäre, würde mir nichts Besonderes auffallen. Klar hat sich hier und da eine gewisse Sache entwickelt und in gewissen technischen Sachen, die wir vielleicht jetzt so nicht sehen, wird es auch irgendwelche großen Vorsprünge geben, aber irgendwas wirklich unglaublich Revolutionäres, dass wir jetzt alle hier noch mit fliegenden Autos rumfahren oder sowas, davon hat sich gar nichts getan. Und das wird immer alles vollkommen übertrieben, was absolut sobald morgen oder übermorgen schon alles passieren wird. Es ist ja auch so, dass vor 20 Jahren gesagt wurde, ja, in 20 Jahren werden wir Krebs besiegt haben wir nicht besiegt, AIDS besiegt haben. Dann gab es irgendwelche Prognosen, dass wahrscheinlich keine Bücher mehr existieren, weil wir alle nur noch auf E-Books lesen und so weiter und so fort. Das funktioniert alles viel schneller, das funktioniert alles viel langsamer, als die Leute sich das in ihrer Fantasie immer ausmalen. Und genauso ist es auch mit diesen Chips. Er liest so einen Artikel irgendwo in Haiti oder wo auch immer der rumgammelt, und in seinem Kopf sind wir schon direkt in der Zombie-Apokalypse. Außerdem, was ganz Grundsätzliches, muss man ja mal bedenken, die Wissenschaft wird sich ja weiterentwickeln und auch das Gesundheitswesen. Und es wird in der Zukunft einfach so sein, dass wir uns in eine Richtung bewegen, wo wir verstärkt auch auf personalisierte Daten zurückgreifen werden. Ja? Beispielsweise, dass man in Toiletten direkte automatisierte Stuhl- oder Urinprüfungen haben wird, von denen man dann instant quasi sehen kann, ob die Person eine Krankheit hat oder nicht. Darin wird es sich hinbewegen. Und da wird uns natürlich auch eine gesellschaftlich große Aufgabe bevorstehen, wie wir damit umgehen und wie viel Daten wir wollen, wie viel Daten wir freigeben wollen,
um quasi uns technisch weiterzuentwickeln, um ein höheres Wohlstandsniveau zu haben, oder inwieweit wir darauf verzichten wollen und der Datenschutz etwas Wichtiges ist. Aber das ist nun mal etwas, was gesellschaftlich ausgehandelt werden muss, und jede neue Technologie bringt Gefahren mit sich. Aber nur die negative Seite zu beleuchten, und ich bin ganz sicher niemand, der irgendwie dafür ist, dass man Datenschutz untergräbt, auf gar keinen Fall. Aber nur diese negative Seite zu beleuchten und dann so zu tun, als sei das so eine einzige Datenkrage, die dazu da ist, uns zu versklaven und wir stehen alle davor, ist viel zu vereinfacht und unterkomplex und wird von ihm nur verwendet, damit er quasi sein super krasses Verschwörungsnarrativ da aufbauen kann. Das ist genauso, wie man sagen würde, vor, was weiß ich, 20 Jahren gäbe es mal einen Artikel, ja, Mark Zuckerberg, ja, will eine Plattform entwickeln, über die wir alle unsere Daten eingeben. Hallo, und die CIA unterstützt ihn auch noch. Ja, und heute gibt's halt Facebook und heute gibt es solche Sachen, wo Unternehmen eben Daten sammeln. Aber da würde auch niemand sagen, ja, das ist jetzt hier die riesige Verschwörung, die aufgebaut wurde, um den Bürger zu versklaven. Oder jemand entwickelt irgendwelche Kameras weiter, ja, versteckte Kameras oder sonst irgendwelche Kameras. Und dann sagt man, guck mal, da werden gerade an Kameras für Sicherheitstechnik gearbeitet. Leute, die wollen uns alle überwachen. Irgendwann kommen die Kameras in unsere Häuser. Das ist, was er macht. Es gibt Kameras, es gibt eine Kameraentwicklung. Und er sagt, diese Kameras werden jetzt dafür benutzt, damit sie alle in unsere Wohnungen installiert werden und der Staat die absolute Kontrolle hat. Die Opfer, die man nun von uns verlangt, sind entscheidend für das Gemeinwohl. Das sagt die Merkel. 60 bis 70% der Menschen in Deutschland werden sich mit dem Coronavirus infizieren, sagte die Kanzlerin auf einer Fraktionssitzung in Berlin. Wie, liebe Frau Merkel, schaffen es dann die restlichen 30 bis 40%, sich nicht zu infizieren, wenn sich 60 bis 70% infizieren? Bullshit. Nein, das ist kein Bullshit. Und zwar ist es ja so, wenn man sagt, dass 60 bis 70% sich anstecken, dann ist es ja nicht so, dass gleichzeitig 60 bis 70% der Bevölkerung erkrankt sind an dem Coronavirus und dann sind auf einmal 30% und die auf magische Weise, denen passiert nichts, während die ganze Masse, während quasi die 60 den anderen 40 gegenüberstehen. Und auf der linken Seite sind die ganzen Erkrankten, die sind irgendwie im Westen und im Osten sind alle die gesunden Leute. So darf man sich das ja nicht vorstellen. Wenn sich 60 bis 70% anstecken, wenn man davon redet, dann ist das ja nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück. Das heißt zum Beispiel, es sind vielleicht gleichzeitig, was weiß ich, 2 Millionen als Beispiel jetzt erkrankt und die Woche vorher waren es vielleicht 1 Million und die Woche wo vorher waren es vielleicht 500.000 und zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht 2 Millionen gleichzeitig erkrankt sind, sind wieder die gleichzeitig vor 2 Wochen erkrankt waren, die 500.000, sind vielleicht schon wieder gesund. Und dann irgendwann ebbt es halt ab und einen gewissen Teil der Bevölkerung betrifft es halt nicht, weil nicht jeder gleichzeitig auch vernetzt ist, weil eben, wie gesagt, nicht alles gleichzeitig passiert, sondern stückweise. Und dadurch kann es natürlich sein, dass nicht alle sich anstecken. Es geht auch gar nicht, dass jeder sich ansteckt. Schon alleine, weil es ein paar Menschen gibt, die auch wirklich gar keinen Kontakt zu anderen Menschen haben werden. Oder weil vielleicht auch, es gibt ja auch den unwahrscheinlichen Fall, dass wenn ich mit einem Corona-Typen in der Nähe bin, dass er mich nicht ansteckt, ja, weil der vielleicht 2 Meter entfernt ist, weil er mich nicht anhustet, weil wir uns keinen Handshake geben oder was auch immer. Also nochmal die Zahlen. In schlechten Jahren sterben bis zu 30.000 Menschen, zum Beispiel 1996, an einer normalen Grippe. Ich schreibe hier gerade einen Kompaktartikel, deswegen kann ich das da vorlesen. Wird in der nächsten Kompakt hoffentlich erscheinen. Ich habe den Jürgen gerade gefragt, ob es ihm zu kompliziert ist, weil ich die ganzen Sachen mit dem falschen Positivergebnissen erkläre. Dazu komme ich gleich.
Aber da kann ich ein bisschen nachlesen, was sie mir noch rausgeschrieben haben. Dann gibt es eine extrem interessante Aussage von einem Wissenschaftler, der dem österreichischen Rundfunk ein Interview gegeben hat, und zwar der ärztliche Direktor des Landesklinikums Neunkirchen, Ojan Azadian, sagte: Heute wissen wir nach der Analyse von über 90.000 Patienten, dass wir hier ein Virus haben, das eher milde Symptome, wenn überhaupt, verursacht. Im Grunde wie ein milder grippaler Infekt. Mal schauen, ob der auch an einem Coronavirus erkrankt und dann vorzeitig ablebt, lieber Asadian, passen Sie auf sich auf. Und jetzt will ich euch mal erklären, weil ihr wahrscheinlich manche verwirrt sind, warum sich jetzt die alle da infizieren, auch die Prominenten und so weiter. Also jetzt, die ersten Toten in Deutschland waren, warte mal, eine 89-jährige Frau. Sie sei an diesem Montag an einer Lungenentzündung infolge der Coronavirus-Infektion gestorben. Und gut eine Stunde später, ein 78-jähriger Mann wäre an hätte schwere Erkältungssymptome gemeldet und sei an Herzversagen gestorben. Der Mann habe unter Vorerkrankungen wie Herzproblemen und Diabetes gelitten. So, und jetzt will ich euch mal, erinnert euch auch an die 80-Jährigen, die da auf diesem Schiff Princess da gestorben sind. Da waren 2600 Passagiere drauf und 1000 Besatzung. Das sind 4600 Menschen. Und jetzt will ich euch mal eine Zahl sagen, die euch wahrscheinlich dann gleich die wahren Verhältnisse vor Augen führt. Die Sterblichkeitsrate in Deutschland, die Grafik blenden wir ein, unter 80-Jährigen war 1990 genau 10%. Jetzt ist es ein bisschen geringer, weil die Lebenserwartung gestiegen ist. Das heißt, 10% aller 80-Jährigen sterben sowieso jedes Jahr, und bis zum Alter von 100 nähert sich das natürlich 100% an, weil je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit um Wunder, dass man stirbt. Das heißt, bei 80-Jährigen haben wir sowieso eine 10% Wahrscheinlichkeit. Und wenn die dann Vorerkrankungen haben, dann sind diese Erkrankungen die Todesursache, weil man irgendwas natürlich am Ende seines Lebens stirbt. Die meisten wenigsten schlafen friedlich ein. Und dann zu behaupten, das läge am Coronavirus, ist absolut lächerlich. Das wird erstens gar nicht untersucht. Und zweitens, ist es überhaupt nicht möglich, das festzustellen. Ja, man kann nur feststellen, der hatte einen Test, mit dem er positiv getestet wurde. Genau. Und infolge darauf ist er dann gestorben. Hat alle Symptome bekommen, die man dem Coronavirus zuordnet. Hatte den Coronavirus gehabt. Ist dann draufgegangen. Und zufälligerweise sind gleichzeitig sehr, sehr viele ältere Leute und Risikogruppen auch gestorben, bei denen auch ein positiver Test ausfindig gemacht wurde. Aber weil man das ja nicht hundertprozentig sagen könnte, sollte man einfach gar nichts machen und abwarten. So wie in Norditalien. Warum schickt die Regierung nicht einfach den Leuten in Norditalien dein Video? Das wäre ja super. Dann würden die Leute erstmal realisieren, ah, wir können ja genauso weiterleben wie bisher. Weil die Leute sterben sowieso, wenn sie alt sind. Und mit Corona, da hat es wahrscheinlich nichts zu tun. Weil das kann man ja nicht so genau sagen und überhaupt und Rockefeller und chillt mal euer Leben, Leute. Lebt einfach genauso wie bisher. Ich meine, wenn Oliver Janich das sagt, dann muss es ja irgendwie auch stimmen.